Gentlemen, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute machen wir ein einfaches Mantelgericht aus dem Backofen. Dafür brauchen wir Nudeln, die eine Form von Schnecken haben. Gibt es in türkischen Läden. Man kann aber auch andere verwenden. Vielleicht gibt es die auch in größeren Märkten oder Supermärkten. Ungefähr für ein Blech, das einen Durchmesser von 30 cm hat, brauchen wir 300 bis 350 Gramm Nudeln und ungefähr 250 Gramm Hackfleisch. Ich werde aber in diesem Video viel mehr Nudeln und Hackfleisch verwenden und die genauere Rezeptur schreibe ich euch hier unten in die Infobox. Wir füllen die Nudeln mit Hackfleisch, pressen das Ganze hinein, binden wir das an, geben das auf ein Blech, darauf geben wir dann eine schöne Tomatensauce, bedecken das komplett mit Tomatensauce und danach backen wir das und kochen das im Backofen, bis die Nudel aufgequollen ist und schön durch ist. Also fangen wir an, machen die Füllung und befüllen uns unsere Mantel. Das kann etwas dauern, aber ist nicht so zeitaufwendig wie originelles Mantes aus Kayseri. So, das sind meine Zutaten für heute oder für dieses Rezept. Ich habe hier einmal Nudeln und zwar sind es Mantelnudeln. Dann habe ich hier 500 Gramm Hackfleisch, 2 Zwiebeln, 1,5 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Chiliflocken und 1,5 Teelöffel Pfeffer. So, die Zwiebel wird entweder gerieben oder klein gehackt. Ich reibe sie. Nehme ich die Zwiebel und reibe sie schön. So, unsere geriebene Zwiebel geben wir zu unserem Backfleisch. Jetzt würzen wir das Ganze mit Salz, Pfeffer und Chili. Wer möchte, kann auch andere Gewürze oder Kräuter hineingeben. Man kann aber auch Petersilie hineinhacken. Und dann nehmen wir unsere Hände. Wir mischen das schön. So, haben wir unsere Füllung gut durchgemischt. Geben wir das auf die Seite. Nehmen unsere Nudeln. Nehmen wir jede einzelne Nudel. Geben Füllung hinein. Und drücken das schön hier so hinein. Dann legen wir das auf die Seite. Mit was in die Hand nehmen. Reindrücken. So, letzte. Das auf die Seite. Aus 500 Gramm Hackfleisch habe ich noch ungefähr 150 Gramm. Kommt natürlich darauf an, wie groß die Nudeln sind, wie viel wir in die Nudeln gegeben haben und wie viel Hackfleisch oder Füllung in die Nudeln reinpasst. Dann nehme ich mir eine Form. Das sind ungefähr 30 cm Durchmesser. So, ich nehme mir ein paar Nudeln in die Form und richte meine Nudeln schön an. Am besten sollte jede Nudel, da das Auge mit ist, in eine Richtung schauen. Da fangen wir vom Rand an, setzen an. Jetzt haben wir es angerichtet in 15 Minuten. Jetzt machen wir die Soße dafür. Ich brauche einen Topf. In den Topf gebe ich 1, 2 Esslöffel Öl. Dort hinein gebe ich 2 Esslöffel Tomatenmark. Und das brate ich jetzt etwas leicht an. Wenn mein Tomatenmark etwas leicht anbrät, habe ich 2 Knoblauchzehen. Die reibe ich jetzt hier hinein. So, dann brate ich meine 2 Knoblauchzehen mit dem Tomatenmark in Öl schon an. So, nach 1-2 Minuten anbraten habe ich, gebe ich nach und nach mehr Wasser hinein und bringe meinen Tomatenmark oder meine Soße auf die gewünschte Konsistenz. So, ganz genau 800 ml Wasser sind jetzt da drin. Danach salze ich das etwas, eine Prise Salz, etwas Pfeffer, etwas Chili, rühre es schon unter und koche das leicht auf. So, und wenn unsere Soße so für 2-3 Minuten geköchelt hat, nehmen wir das Ganze vom Herd. Nehmen die Soße vom Herd.
schütten das vorsichtig über unsere Nudeln. Und die Nudeln sollten schön bedeckt sein. Und wenn unsere Nudeln genau bedeckt sind, geben wir die bei 180 Grad für 30 bis 40 Minuten in den Backofen, Ober- und Unterhitze. Und danach müssen die Nudeln schön perfekt sein. Und wenn das Wasser nicht nachgereicht hat, etwas noch heißes Wasser drüber geben, bis die Nudeln schön bedeckt sind. Und was natürlich noch nicht fehlen darf, ist eine Knoblauchsoße, eine Knoblauch-Joghurtsoße. Ich nehme jetzt zwei Knoblauchzehen, die reibe ich jetzt hier hinein. Nur blöd, dass ich vergessen habe aufzunehmen. So, eine habe ich schon gerieben und die zweite kommt darauf an, wie viel man will, wie viel Mundgeruch man heute haben will. Und dann reiben wir die hier in die Schüssel hinein. Darauf geben wir jetzt reichlich Joghurt. 1, 2, 7 Esslöffel. Ich schmecke das noch mit Salz und etwas Pfeffer ab. Und jetzt rühre ich das schön um. Das gebe ich jetzt so auf die Seite. Mal testen, eins rausnehmen und testen, ob das schon durch ist und ob es noch für ein paar Minuten drin bleiben soll oder muss. So, dann nehmen wir unser Knoblauchjoghurt. Richten das hier schon an. Schön reichlich in die Mitte hinein. Etwas Paprikapulver drauf. Getrocknete Minze. So, meine Ladies and Gentlemen, das war's mit diesem einfachen Manta aus dem Backofen. Bis zum nächsten Mal wieder. Ciao, meine Ladies and Gentlemen.